Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Dino-Vorstellung. Und zwar geht es heute um den Gallimimus. Der Gallimimus ist ein relativ schneller, wie man schon an den Oberschenkeln erkennt, ja, Reisedino, sag ich jetzt mal. Weil Kämpfen mit ihm ist nicht wirklich der Bringer. Der Vorteil am Gallimimus ist, wie ihr an dem Sattel schon sehen könnt, passen 1, 2 und hinten auch noch einer. Drei Personen drauf. Gallimimus ist ein Pflanzenfresser. Und ja, dementsprechend könnt ihr den halt mit Bären tämen. Und ja, also meine Empfehlung wäre es, wenn ihr ihn skillt, auf Ausdauer zu skillen. Da er ja, wie gesagt, sowieso schon relativ flink ist, ist das schon relativ angenehm. Ja, den Gallimimus zu zähmen, muss ich mal gucken. Wenn mir einer über den Weg läuft, werde ich da eventuell auch ein Video drüber machen. Er ist sehr scheu. Das heißt, die beste Möglichkeit habt ihr, wenn er wirklich in irgendwelchen Felsvorsprüngen oder so ist und dann am besten hängen bleibt. Passt auf, lasst ein bisschen Zeit dazwischen, wenn ihr die Narkopfeile auf den drauf donnert. Sonst kann es euch nämlich sein, dass er ratzfatz abkratzt. Das passiert nämlich relativ schnell. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 3 Stück oder so verbraucht. Gallimimus, nicht Pfeile. Bis ich den ersten hatte, auf dem ich dann jetzt endlich mal reiten konnte. Ja, ansonsten springen kann er auch relativ weit. Kommt fast dem Belzebufo gleich, würde ich jetzt mal sagen. Und ist halt sinnvoll, wenn ihr mehrere Basen habt und schnell von A nach B kommen wollt. Ja, ansonsten gibt es jetzt so über den Gallimimus nichts Sonderliches zu erzählen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch zu anderen Dinos oder so, haut es einfach in die Kommentare rein. Und ich werde natürlich, wenn ich die Frage beantworten kann, werde ich den natürlich in den Kommentaren beantworten. Dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Ciao!